Hallo Leute, ja. Ich habe nicht gedreht, ich war am Wochenende wieder weg. Ich bin am Donnerstag oder Freitag losgefahren, ich weiß es gar nicht mehr. Und ja, ich bin irgendwie voll down. Ja, müde und Hitze und so. Obwohl ich den Sommer eigentlich sehr gerne mag. Also Sommer ist eigentlich voll meine Lieblingsjahreszeit. Und ja, aber trotzdem irgendwie müde und so. Voll komisch. Dann habe ich das Video schon so oft gedreht, aber ich wurde immer unterbrochen, immer. Und ja, das war irgendwie doof, ne? Und eigentlich wollte ich jetzt nicht mehr drehen, aber jetzt drehe ich doch. Ja. Egal. Also, ja, also. Juhu, ne? Also, okay. So, ich habe ein Buch? Scheiße. Ja, okay, egal. Ich mach das jetzt einfach. Also, so, das Buch hier kennt ihr ja schon. Cat Clark. Habe ich zu Ende gelesen. Ich weiß, ich habe euch, glaube ich, nur gesagt, dass ich es bis dann und dann zu Ende gelesen haben werde. Ich glaube nicht, dass ich euch schon gesagt habe, dass ich es jetzt wirklich schon zu Ende gelesen habe. Auf jeden Fall, und angefangen habe ich jetzt dieses Buch. Ja, Lilienblut von Elisabeth Herrmann. Oder Elisabeth Herrmann. Ja, genau, Elisabeth Herrmann ist eine deutsche Autorin. Und das ist auch ein Buch, das habe ich schon sehr lange in meinem Bücherregal stehen. Und, ja, wollte es aber irgendwie nie lesen, weil das erstens mal ein Thriller ist, also ja nicht unbedingt mein Lieblingsgenre, ne? Und ja, dann auch immer so dick aussah irgendwie, obwohl das eigentlich nur 446 Seiten hat, also es ist eigentlich ziemlich normal so, aber trotzdem irgendwie sieht es halt dicker aus. Und ja, am Anfang kam es mir ein bisschen vor, als ob ich irgendwie so ein Kinderkrimi lese, sowas wie Fünf Freunde oder so. Ja, ich weiß nicht, von den Sätzen her war es irgendwie voll komisch, keine Ahnung. Ich weiß auch nicht, wie ich das erklären soll. Ich überlege gerade, ob ich euch einfach mal so einen Beispielsatz vorlesen soll. Aber ich weiß nicht, ob vielleicht geht auch nur mir das so, ich habe keine Ahnung. Ja, genau, also ich bin jetzt gerade hier. Also hier bei dem ersten hier unten. Also ich habe jetzt noch nicht so viel gelesen. Das ist jetzt Seite 32. Also noch nicht so weit. Und das andere hier habe ich nur hier drin stecken. Weil hier so, ich sag mal, so Abteilungen sind. Also hier. Moment. Da. Ja. Hier ist das erste, da steht dann Herbst drin, genau. Und dann nach diesem ganzen Abschnitt hier kommt dann Frühling. Seht ihr das? Ja. Genau. Und es wundert mich natürlich, warum kommt der Herbst, Frühling? Haben Sie da vielleicht was vergessen? Ich weiß es ja nicht. Vor allem ist das ein großer Abschnitt, wenn man überlegt. Also erst halt dieser Abschnitt hier. Und dann dieser Abschnitt. Ja, okay, ich glaube jetzt nicht. Ja, so. Das war ein Abschnitt. Naja, ist auch scheißegal. Aber von der Geschichte an sich ist es, glaube ich, ganz gut. Also, ja, mal gucken. Dann schon untergebuddelt. Ja, ihr könnt euch jetzt vielleicht schon denken, was jetzt kommt. Aber ich habe mal wieder
Und zwar. Oh, nein, halt. Endlich. Ja, gebannt unter freiem Himmel. Auf den Kommentar, den ich in meinem meinem Geburtstagsvideo hatte, ja, musste ich mir das jetzt einfach kaufen. Ja. Genau. Ich frage mich nur, wann ich das lesen kann. Also ich habe noch so viel vor. Ja. Aber naja. Ich habe es auf jeden Fall und darüber freue ich mich. Genau. Und ich überlege, wie ich dieses Video nenne. Schon wieder dies und das verschlechtern. Aber ist es nicht auch irgendwie unlogisch, wenn man sich immer mal ein Buch gekauft hat, immer gleich Haul zu schreiben? Ich finde, Haul sollte dann schon irgendwie 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Bücher sein. Oder? Oder ich sollte ansammeln? Naja, okay. Vielleicht nenne ich es aber auch einfach wieder Blubla Flug oder so. Bla, Blu, Blubla. Ach, Scheiße. Was rede ich hier? Okay. Ja. Das war eigentlich auch nur das, was ich euch so mitteilen wollte. Also das Buch hier übrigens war richtig gut. Also das ist echt, also ich weiß, das ist eigentlich voll fehl am Platz, aber das war sogar echt lustig. Also es war so in so einer Ironie geschrieben, in so einer extrem lustigen Ironie. Also fand ich, obwohl das Thema natürlich eigentlich nicht zum Lachen war und so. Und ja. Obwohl das Ende wirklich komisch ist. Also ich, ne, also ich habe ja die Rezension von Miss Buchnerd gesehen und sie hat schon so gesagt, das Ende war halt irgendwie komisch und so und fand sie halt nicht so gut. Das war halt extrem offen und man hat irgendwie gar nicht so richtig verstanden, was ist jetzt genau. Und ich glaube, wenn ich die Rezension dazu mache, dann wird es auch ein bisschen gespoilert. Aber das, da warne ich euch denn eh vorher. Also, okay. Das nur schon mal so zur Ankündigung und ich überlege, morgen mache ich vielleicht mal einen Tag und dann mache ich auch wieder Rezensionen. Okay, gut, dann sage ich tschüss und bis